So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Octopath Traveler. Beim letzten Mal haben wir das letzte Kapitel von Cyrus begonnen. Und das ging alles ziemlich schnell. Wir sind schon beim Boss. Und wie gesagt, der Weg hierhin war eigentlich nichts. Aber hey, ich beschwere mich nicht. Ich habe mal eben für jeden der Charaktere die gesamte Gelehrtenklasse, Klerikerklasse, fast dasselbe, komplett ausmaximiert, außer den heiligen Skill. Da ich dadurch die Hilfsfertigkeit übergesund freischalte, welche dafür sorgt, dass man über das GP-Maximum hinaus heilen, geheilt werden kann. So. Okay, Cyrus hat das nicht, weil er hat nicht genug Jobpunkte gehabt, aber hey, alle anderen haben es. Und damit sollten wir mehr aushalten. Wurde mir jedenfalls empfohlen, dass es voll der tolle Skill ist und ja, es klingt auch ziemlich sinnvoll eigentlich. Also habe ich daran gerade gar nichts auszusetzen. Wie genau das funktioniert, werden wir dann gleich sehen. Aber das kriegen wir schon hin. Wir werden es eh nicht beim ersten Mal so schaffen, den Boss, aber... haben wir also genug Zeit, um ein bisschen rumzuprobieren erstmal. Professor, you truly are every bit as brilliant as Odovan said. I did not come here for false flattery. Oh. But I was being quite sincere. A shame the purport eludes your grasp. To think you were the one pulling the strings. The headmaster was merely your puppet all along. Very astute. Yes, it was I who maneuvered to install him in that position in the first place. To my dismay, he had a willful streak that got in the way. One might say the fault lies in the person who chose him for the task. One might say that, yes. Now, let us proceed to the matter at hand. Your search for the original copy of From the Far Reaches of Hell has miraculously led you to me. In finding me, you have displayed some measure of knowledge and acumen. More than anything, you have shown a pure and unrelenting passion for seeking out the truth. I hold that particular quality in the highest regard. What say you, Cyrus? Will you join me in my research? Ridiculous. If that is a jape, it is a poor one. A jape? What a curious reaction from a scholar like yourself. The wall paintings in this place, did they not pique your interest? Did your heart not race when you saw the countless lost tomes in my study? To say I was not intrigued would be a lie. Of course you... Any true scholar would feel the same. I must unravel these mysteries. I must have the answers. Your mind, no, your very soul burns with an all-consuming desire to know. That is what separates you from the rest, Cyrus. We are true seekers of knowledge, you and I. Together, we can unlock all the secrets behind our world. I'll pass. How can you refuse? You covet the mysteries of the universe. You yearn to know the truth. Surely you can stand shoulder to shoulder with me. That's it exactly. What is it? Surely you. I take issue with your solicitation. You don't care who you use in your schemes. What of Headmaster Yvonne? Don't be ridiculous. He was devoid of the passion you have.
He was nothing but a pawn to the end, incapable of envisioning an ultimate goal. On what grounds do you base that assumption? Can a man not grow his mind? If you found him wanting, why did you not teach him? Teach him? Take him on as your pupil. Impart your vast knowledge, that he might one day be your peer. Preposterous! You speak the impossible. Mediocrity is as mediocrity does. Knowledgeable as he was, his own actions prevented him from ever approaching genius. A genius such as yourself must understand this. There's where you and I differ. I haven't given up on mediocrity. As scholars, we learn from the past to better understand the present and pass our knowledge on to the future. What do you mean to do with the knowledge you amass? The secrets you unravel? Carry them to your grave, content they are inscrutable to all who do not possess your genius? You would call them simpletons, fools, feeble minds. I say it is you who lacks the ability to teach and inspire. A true scholar does not look down on others for what they do or do not know. Those who know impart knowledge to those who do not. If something is wrong, those who know the answer correct it. The process repeats, bringing us closer and closer to enlightenment. I teach my students with the expectation that one day they will surpass me. I long for the day when I will have the chance to learn from them. Enough! I've given you plenty of opportunities to make a move. Any move. But clearly we are going nowhere fast. If you would rather die without discovering the truth, so be it. I have already synthesized a perfect blood crystal, precisely as detailed in the original tome. With it, I will cast off the shackles of humanity. A human can only learn so much in its short lifetime. I will gain the time, the power, to understand everything. You may be a fool, but to show no hard feelings, you can participate in an empirical analysis of my newfound power. If believing in the future makes one a fool, then call me a proud fool. But know this. When I emerge victorious, I will unravel the secrets of that tome and arrive at my own answer. Let this be a lesson to you. The future of mankind is bright. Na, mal sehen, was das Vieh so zu bieten hat. Wieder eine lustige Transformation. Nur ein Schild? Okay. Physische Perfektion. Drei. Ja. Okay. Nevermind. Oh. Fucking nevermind! Oh Gott, nein! Was ist denn los? Hör auf, uns alle umzubringen, bevor es überhaupt losgeht! Naja, was tue ich denn jetzt, ist die Frage, ne? Ist doch kacke, dass er jetzt direkt tot ist. So macht das auch keinen Spaß. Ich hoffe mal, du bist wenigstens gegen Spira anfällig. Wenn nicht, dann bin ich echt okay. Ja, gut, immerhin. Auch wenn es trotzdem ewig dauert, im Endeffekt, aber hey, habe ich immerhin Zeit, um BP aufzubauen und zu buffen und so, nicht wahr? Genau. Oh mein Gott. Ein Bunthaltraum rein. Auch wenn es wahrscheinlich nichts bringt, wenn das Vieh jetzt wieder ein Feger einsetzt. Ja, macht es. Wow. Wow. Okay. Das wird nichts.
Also sowieso dieser Versuch, der ist schon aufgegeben jetzt gerade, aber... Wow. Was soll ich sagen, ne? Was soll ich sagen? Da müsst ihr am Anfang einfach Glück haben, dass nicht direkt Fehler eingesetzt wird, würde ich sagen. Dann haben wir vielleicht eine Chance. Vielleicht. Vielleicht. Okay, Therian ist dran, bevor sie zum Zug kommt. Was sollte er jetzt am sinnvollsten tun, ist die Frage. Ich habe ganz ehrlich gesagt keine Ahnung. Also wirklich nicht. Ich könnte Seitschritt verwenden, ja. Dann weichst du schon mal aus, aber die anderen sind immer noch am Arsch. Also bringt das jetzt nicht so viel. Eigentlich. Ha. Ich könnte die physischen Angriffe verschwächern. Verschwächern, ja. Genau. So, mach das mal bitte. Vielleicht überleben wir dann wenigstens. Ja, tun wir. Sehr schön. Dann jetzt. Oh Gott. Ich will halt eigentlich gleich den Overheal nutzen, aber das geht halt nicht, wenn wir schon overhealed sind. Heilt das uns schon voll? Nein, okay, es reicht noch. Gut, das ist ziemlich perfekt sogar. Dann nimmst du bitte mal einen Energiegranatapfel auf Cyrus. Und der heilt uns jetzt bitte voll. Ja, mehr heilen auf alle. Wie viel heilt das jetzt? Ja doch, bringt schon einiges auf jeden Fall. Dann sollten wir nicht direkt verrecken, außer Cyrus halt. Cyrus ist echt am Arsch, aber ja, kann man nichts machen, ne? Ich analysiere erstmal, wie viel Leben hast du? 85.000 circa. Also ungefähr 4 Angriffe von Ulbrich im gebrochenen Zustand. Das heißt, ich müsste zweimal brechen. 2x30. Holy. Das dauert halt ewig, egal was ich mache. Ja, was mache ich jetzt, ist die Frage, ne? Ich könnte zumindest aufstacheln. Sollte ich, glaube ich, auch tun. Ja, wenn er AoEs einsetzt, bringt es halt nichts, ne? Das ist halt das Problem. Und Cyrus ist die ganze Zeit am Verrecken. Das ist auch alles kacke, aber ja. Wir tun, was wir tun müssen und so. WP spenden ja an Prim. Die gibt sich jetzt selbst den CLT-Buff. Und von da aus kann sie dann die Verteidigung von allen buffen und so weiter und so fort. Klingt nach dem Plan, klingt nach dem Plan, würde ich sagen. Und dann kann sich jetzt Ulbrich langsam mal darum kümmern, den Boss zu brechen. Cyrus stirbt halt wieder. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Aber egal, dann können wir gleich wiederbeleben. Kann auch Ulbrich gleich mal machen. So, BP spenden an... Ja, dich wieder. Dann kannst du gleich mehr buffen. Ist sinnvoller. Und du auf jeden Fall vorher. Nee, ich will dafür nicht. Ich will das nicht buffen halt. Oder doch? Ja, ein bisschen. Komm hier, steh wieder auf. Los. So, und du kannst jetzt Verteidigung buffen. Oh Gott, ich kenne mich hier immer noch nicht aus. Das ist so peinlich. Hä, wo ist denn das? Da. Gott. So, jetzt können wir schon mal theoretisch gesehen überleben. Vielleicht klappt es ja sogar. Oh, du bist bewusstlos. Oh, das ist super. Out of my way. Na denn, dagegen haben wir aber auf jeden Fall irgendwas. Da bin ich mir recht sicher. Wiederbelebungskraut, ja. Sogar 21 Stück davon. Yeah. Wenn ich noch einen zweiten Versuch mache, was ich brauche, werde ich es jetzt nicht schaffen. Ja, okay, ich brauche auf jeden Fall das Accessoire dagegen. Das ist ganz wichtig. So. Lang genug jetzt aufgestachelt. Jetzt beginnt der Angriff. Glaube ich. Hier, Heiltraube M. Guten Appetit. BP. Ah, du kannst BP mir klauen. Das ist ja nett. Oh, ich habe gerade auch gar nicht. Ich will dich eigentlich nur brechen. Holy fuck, war das lächerlich. Das ist alles lächerlich hier. Das wird ewig dauern. Okay, ich bin jetzt mittlerweile kurz davor, einen Angriff zu starten. Wie man sieht, der Gegner ist gerade blind. Das ist schon mal ziemlich gut, das heißt, er trifft seltener. Und wie man auch mittlerweile sieht, er hat anscheinend echt nur physische Schwächen. Was ein bisschen kacke ist. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade R sage. Ist doch Weibisch, Mensch.
Wenn es auch gerade nicht sehr weiblich aussieht, meinetwegen, aber, ne? Egal. So, jetzt. Oh Gott, ich würde gerne in der nächsten Runde mit... Weiß ich nicht. Ist gerade kacke. Möchte ich nicht. Wie es gerade ist. Aber ich muss jetzt gerade mal hier die physische Verteidigung senken. Ergibt das Sinn? Ich bin gerade vollkommen konzentriert wieder. Man merkt das. Ja, das würde ich jetzt tun. Für 5 Runden reicht das nämlich. So. Du kannst jetzt... Ich will ihn jetzt nicht aus Versehen brechen. Ich will ihn aber nicht in der nächsten Runde am Anfang brechen. Weil du sollst nicht am Anfang dran sein von der Runde. Das pisst mich an, dass du am Anfang von der nächsten Runde direkt dran bist. Warum bist du da dran? Ich weiß es nicht. Du bist zu schnell einfach. So, heil dich einfach selbst bitte. Das reicht dann. Hätte ich auch mit Apothekergedöns machen können, aber ist egal jetzt. Ja, triffst nicht. Das ist gut. Hätte mich jetzt auch angepisst, wenn du getroffen hättest. Ja, du kannst halt nichts Sinnvolles machen, ne? Keine Beleidigung gegen dich, aber ist halt gerade so. So. Mal ein bisschen overhealed bei dir. Ja, was mache ich jetzt, ne? Was mache ich jetzt? Ich muss jetzt nochmal... Ich kann schon mal aufstacheln weiter eigentlich. In der nächsten Runde können wir brechen. Mit Therian. Dann sollte ich aber doch vorher schon... Ich muss gerade nachdenken. Machen wir das so. Jetzt kannst du noch einmal reinstechen. Hätte ich auch anders machen können. Ist vollkommen unnötig gewesen. Ist egal jetzt. Wir machen uns nicht so viele Gedanken jetzt. Und stattdessen werde ich jetzt mit dir weiter nichts tun am besten. Du kannst die physischen Angriffe von ihm weiter steigern, meinetwegen. Ist eigentlich ziemlich egal. Hättest auch die physischen, die elementaren Angriffe von Cyrus oder so steigern können. Könnte man ja auch mal wieder machen. Mache ich aber nie. Mittlerweile. Abwehrschleier, komm. Vielleicht kommt der gleich noch magischer Angriff. Sollte ich aber lieber auf alle packen dann, ne? Dein Ernst? Ist nicht so schlimm. Ist echt nicht so schlimm. Das ist schlimm. Das ist sehr schlimm. Fuck, ich könnte kotzen. Nein, ist gar nicht so schlimm. Okay, never mind. Ich rege mich ab. Was musst du machen? Was müssen wir alles machen? Wir müssen... Du kannst gerne brechen. Oder? Kannst du das? Ja. Brech du mal. Okay, jetzt volle Konzentration. Ich bin die ganze Zeit schon konzentriert, ich weiß, aber... Jetzt noch konzentrierter als sonst. Nein, wir können nicht den Skill nutzen. Obwohl, du musst jetzt brechen. Ja, bricht... Nein, ist schon gebrochen. Boah Gott, bin ich abgelenkt. Ja, wenn ich jetzt angegriffen hätte, ich wäre ausgerastet. So, Energiegranatäpfel L müssen wir leider verschwenden. Mag ich nicht, aber müssen wir. So, und du kannst jetzt die Bewusstlosigkeit aufheben. Gott, bin ich angepisst, dass es passiert ist gerade, wie es passiert ist, aber ist okay. Ist nicht so schlimm. Nicht Schlaf. Bewusstlos. Ja. So, willkommen zurück. Deine Angriffe sind gebufft, Verteidigung ist gebufft. Wir können jetzt voll reinhauen. Wie viel Schaden macht es? 27.000, okay. Er ist sogar gegen Schwerter anfällig, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja gut, egal. Macht aber auch keinen Unterschied. Du kannst schon mal... Celtic wieder auf dich selbst anwenden. Wir müssen gleich wieder die Verteidigung neu buffen. Und... Du musst die BP wieder auffüllen von... Ulbrich, bitte. Ansonsten läuft doch alles. Du kannst heilen, bitte. Mehr heilen sogar. Und du kannst schön reinhauen. Ja. Das sind dann schon über 50.000 eben weg. Also hat er jetzt noch circa 30.000, würde ich sagen. Oh, noch 15. Aber hat neue Schwächen. Ah, okay. Und warte. War das ein magischer Angriff? Ja, wurde reflektiert. Als hätte ich es vorher gesehen, ne? Als hätte ich es vorher gesehen. Du hast sogar CL-Tisch drauf. Ich will aber nicht, dass du CL-Tisch jetzt hast. Ach, das ist jetzt so blöd. Jetzt hätte ich dir eine Cyrus CL-Tisch gegeben. Ja, egal. Du musst trotzdem die Verteidigung aufbuffen. Also passt das, würde ich sagen. Physische Verteidigung für alle ein bisschen. Du gibst direkt Primär-BP.
Ja? Ja, klingt nach einem Plan, nicht ihm. Was? Ja. Gut. Ja. Ich bin durcheinander. Vielleicht ein bisschen. Ja. Und du nimmst einen Energiegranatapfel L? Nein. Einen normalen. Ich habe davon so wenig. Ich sollte die nicht verschwenden, ich weiß doch. Ach, weißt du, gib dir selbst schon mal einen. Du brauchst den gleich, bald, ne, demnächst. Und du kannst schon mal, nein, mach das jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Jetzt kannst du erstmal heilen mit einem Buntheiltrauben. Davon so wenig, ich sollte ihn nicht verschwenden, ich weiß. Jetzt kannst du nämlich aufstacheln, lohnt sich ein bisschen mehr. Ja, meinetwegen auch für den Rest des Kampfes, das sollte nämlich reichen, hoffe ich, für den Rest des Kampfes. 7 Runden? Ja, vielleicht. So. Dann jetzt mit dir. 2 BP spenden? Nein, brauchst du nicht mal. 1 BP hätte gereicht. Ja, reicht. So. Du gibst jetzt bitte noch Seltisch auf. Ist voll die Verschwendung von allem, aber ist egal. Seltisch auf Cyrus. Und Cyrus kann direkt jetzt den Abwehrschleier-Dings drauf werfen. Denke ich. Klingt sinnvoll, oder? Ich finde schon. Und er hat jetzt anscheinend. Warte mal, er hat jetzt nur noch elementare Schwächen. Fällt mir jetzt erst auf. Ah, also setzt er auch nur noch elementare Angriffe ein. Wenn ja, dann holy shit, wäre das cool. So, werden wir gleich sehen. Nein. Oh, das waren alle FP. Okay. Nett. Direkt weiter bitte damit. Mehr Abwehrschleier. Wir brauchen aber mehr FP. Egal. Du kannst jetzt auf jeden Fall weiter BP an Cyrus geben, Primrose. Ah. Cyrus hat den Buff noch länger. Und wir brauchen auf jeden Fall auch immer noch physische Verteidigung. Ja, komm. Bitte töte uns nicht. Dein Feuer ist super. Alles abgewehrt und zurückgeworfen. Und bricht ihn auch gleich runter. Das ist doch angenehm. So stirbt er eigentlich schon von selbst fast, ne? So, jetzt du. Physische Verteidigung von allen. Ja. Finde ich super. Es läuft doch eigentlich gut, oder? Ich finde schon. Du kannst jetzt apothekieren. Kannst du nicht. Du musst jetzt erstmal deine... FP wieder auffüllen. Und Cyrus ist halt auch. Ja, füll erstmal deine eigenen wieder auf, bitte. Ja. Oh, das war viel Schaden. Oh, der physische Angriff ist nicht mehr gedebufft. Das muss ich gleich neu machen. Am besten jetzt sofort. Und ich muss gar nicht brechen. Das macht er von selbst. Ich merke das schon. Das heißt, du kannst jetzt... Was solltest du nochmal machen? Ach ja, Angriffe debuffen, genau. Ja, nicht so lange, aber... Ach, ist schon rot. Ja, Leute, ne? Ist doch easy alles hier. Mittlerweile muss ich mir keine Mühe geben mehr. So, du kannst jetzt dich selbst heilen, bitte. Erste Hilfe da. Ist es doch. Sollte nämlich reichen erstmal. Und du kannst meinetwegen auch noch Feuer reinwerfen, ne? Eigentlich, warum nicht? Wenn er jetzt noch einmal Höllenfeuer einsetzt, dann war's das. Also mit dem Bruch. Ne, Schattenhieb. Wird aber auch reflektiert. Cool. Ich warte einfach, bis er selbst noch begeht. Warum nicht, ne? Verteidige du mal. Du kannst angreifen, wenn er gebrochen ist. Wenn sie gebrochen ist, ja. Hatte ich noch irgendwas mit dir vor? Ja, du kannst mal wieder die physischen Angriffe schwächen. Da. Nur für den Fall der Fälle. Du kannst meinetwegen auch noch Feuer da reinhauen. Komm. Stören tut es mich jetzt nicht. Und du kannst dich jetzt bitte selbst brechen. Bist du wahrscheinlich eh bei, ne? Nein, Sehenszertrümmerung. Ja, das ist kacke. Das gefällt mir nicht, ganz ehrlich gesagt. Aber hey, könnte auch schlimmer sein. Dann jetzt damit nochmal drauf. Mach nochmal Schaden. War jetzt eigentlich komplett unnötig, muss ich zugeben. Vor allem, weil Oldberg jetzt eh nichts machen kann, außer normal angreifen. Aber was soll's, macht immer ein bisschen Schaden. Hau da meinetwegen. Okay, das war die falsche Waffe, geil. Aber ist ja egal, wie gesagt, ist vollkommen egal gerade. Alles irrelevant. Du kannst doch mal heilen. Auch wenn ziemlich wenig, aber egal. Gib mir jetzt keine Mühe mehr, das wird jetzt schon von selbst klappen, denke ich mal. Hier nochmal Feuer drauf.
Und jetzt komm, begehen wir Selbstmord, danke. Ich warte drauf. Oh, warte, das ist eine neue Phase. Ich hätte das nicht machen sollen. Jetzt setzt er bestimmt keine magischen Angriffe mehr ein. Oh Gott, bin ich dämlich. Oh Gott, bin ich dämlich. Ich meine, nur noch 8 Schild. Aber... Gott, war das dämlich. Okay, drei Runden hintereinander direkt dran. Aber erst am Ende der nächsten Runde. Gut. Das muss perfektioniert werden. Ich muss bis dahin gebrochen haben. Und ich habe keine Ahnung, wogegen sie jetzt anfällig ist. RCS. Okay, ich werde jetzt WP spenden an Olbrick. Oder an dich selbst. Oder an Olbrick hier, nimm. Ich weiß ja nicht, ob sie jetzt noch gegen Speer anfällig ist. Ich glaube nämlich nicht, einfach mal. Bist du noch gegen Feuer anfällig, vielleicht? Nein, offensichtlich nicht. Bist du noch gegen irgendwelche anderen Elemente jetzt gerade anfällig? Überhaupt, allgemein. Werde ich nie herausfinden. Oh mein Gott. Ich habe so hart verkackt. Okay, wir müssen das jetzt trotzdem nochmal verschwenden hier. Es tut mir sehr leid. Habe ich auch noch Granatäpfel? Bitte, 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 bitte. Ja, ich habe noch einen großen. Letzten. Das ist so eine Verschwendung. Das ist so eine eklige Verschwendung. Aber muss jetzt leider sein. Das ist mir sonst zu großes Risiko hier. Das wird sonst auch nichts mehr. Das war jetzt meine Schuld, ich gebe es zu, dass ich hätte mir mehr Mühe geben können, wenn ich nicht daran... Ich habe halt komplett vergessen, dass jetzt eine andere Phase danach kommt und der wahrscheinlich nicht mehr dasselbe machen wird wie vorher. Und tot. Okay. Oh, ich hätte mir ein bisschen mehr Mühe geben müssen, hätte ich diese Scheiße jetzt nicht mehr verschwenden müssen. Ganz ehrlich. Das war jetzt so unnötig gegen Ende noch. Das lief alles so schön. Aber okay. Lief besser als gedacht. Immerhin kriege ich einen Energiegranatäpfel L zurück. Finde ich gut. Trotzdem, übelst verschwendet. Alles kacke. No. There's so much more. I must learn. Mhm. Okay, plötzlich kein Bock mehr auf Voice Acting. Ich sehe schon. Eure Hingabe an die Wissenschaft ist bemerkenswert. Das muss ich euch lassen. Dummerweise werdet ihr nicht mehr lange genug leben, um mir zu frönen. Was auch immer frönen ist. So ein altmodisches Wort. Oho. Aus den Tiefen der Hölle. Endlich gehört das Original mir. Wie viele Leben hat das dunkle Wissen auf diesen Seiten schon gekostet? Aber Wissen allein kann nicht gut oder böse sein. Nur die Herzen derjenigen, die es einsetzen. Vollkommen richtig. Ich werde alle mir zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen, um dieses Werk selbst zu übersetzen. Und ich werde die Antwort finden, nach der ich suche. Meine eigene Antwort. Dann such die mal, Cyrus, ich glaube an dich. Vielleicht könnte mir eines der Bücher aus dem Studierzimmer dabei helfen, diese Glyphen zu entziffern. Ja, ich sollte zurück. Oh, die wollen wir also echt noch übersetzen, ha? Gut, meinetwegen. Die Archive in den Ruinen von El studieren. Das klingt doch mal nach einer sinnvollen Aufgabe. Da müssen wir ein bisschen zurücklaufen, aber das kriegen wir schon hin. Wir sind geheilt, okay. Ja, außer die FP von Cyrus, die sind ziemlich leer. Komm hier, spendiere ich dir. Oh, das sind ja echt viele FP, die du hast. Na egal. Wird schon reichen jetzt erstmal. Wenn du noch random Encounters kommst, aber ich gehe mal davon aus erstmal. So. Hallo? 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 Wo soll ich hin? Hier ist ein... Ah! Untersuchen! Jetzt endlich kann ich mit dem ernsthaften Studium der Folianten beginnen. Ja? Erhalten! Wörterbuch Hochhornburgisch! Ja! Okay. Damit können wir jetzt wohl einige Sachen hier lesen. Wie schön. Studieren! Auf den Seiten dieses Buches werden die von den Göttern gebannten Geheimnisse mit einer goldenen Frucht verglichen. In düsteren Worten wird jeder davor gewarnt, diese verbotene Macht zu begehren. Sehr interessant. Aha. Ein alter Foliant, der genau beschreibt, wie die 12 Götter eine unheilvolle Macht jenseits dieser Welt gebannt haben. Naja, diesen 13. Gott da, ne? Oder geht es nicht um den? Ich denke mal schon. Also es gab noch einen 13. Gott, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ich weiß es nicht mehr. Ich merke mir sowas nicht eigentlich.
Aber ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie darum geht, falls es sowas gab und ich das nicht gerade mit irgendwas verwechsle. Okay, eins gibt es noch, ein Werk, was ich übersetzen muss. Und zwar aus der tiefen Hölle, was wir einfach hier liegen gelassen haben, offensichtlich. Warum hätten wir das auch mitnehmen sollen, nicht wahr? Ich meine, wir haben ja nur, weiß ich, wie lange danach gesucht. Ein Foliant, in dem mit erschreckender Genauigkeit der verbotene Ritus beschrieben wird, mit dem man die unheilvolle Macht beschwören kann, die jenes dieser Welt gebannt wurde. Also der 13. Gott. Geht es um den? Wenn's ja, wenn es um den geht, dann soll der also beschworen werden. Sehr interessant, ja, ja. Ja, ja, ich verstehe. Ich glaube, ich weiß genug, um die Wandmalereien entziffern zu können. Ach, da soll ich jetzt auch noch hinrennen. Meinetwegen, dann tun wir das halt mal. Und hier sind sie auch schon, die Wandrunen. Diese Eidechse an der Wand da, ja, genau die. Tod, Untergang, Zerstörung, Tod, Untergang, Zerstörung, Tod, Untergang, Zerstörung, Tod, Untergang, Zerstörung, Tod, Untergang. Okay, ich hab's verstanden. Nett. Sehr interessant. Würde ich auch sagen, Cyrus. Now then. Nun, dann sollte ich überdenken, was ich erfahren habe. Was haben die 12 Götter getan? Macht jenseits dieser Welt gebannt. Welche verbotene Macht haben die Götter gebannt? Die Macht der Zerstörung. Was? Nein? No. Nein, ich nicht. Die Macht des Nichts. Nein. Okay, dann nicht. Echt? Tatsächlich, die Macht von Leben und Tod. Das ist das verbotene Geheimnis zwischen diesen Seiten. Das Buch Die 12 Himmlischen erzählt, wie die 12 Götter diese Macht banden. Der Autor von Verbotenes Gold vergleicht diese Macht mit einer goldenen Frucht. Wie eine goldene Frucht verführt sie das Herz der Menschen. Diese Macht wurde zwischen den Seiten von aus den Tiefen der Hölle gebannt. Diese Zeichen. Ja, ich glaube, jetzt kann ich sie entziffern. Todzerstörung, Todzerstörung. Okay, tot, 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 tot. Verdammt, 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 verdammt. Zerstörung, 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 Zerstörung. Ja, hab ich schon gelesen, keine Sorge. Ich gehe davon aus, dass man dies als eine Warnung betrachten darf. Eine Warnung vor dem Unheil, das uns erwartet, wenn das Tor geöffnet und das Verbotene entfesselt wird. Wurde das Wandbild und das Buch als Warnung oder als Einladung zurückgelassen? Ha, gute Frage. Wobei, vielleicht kurz Einladung. Not exactly. Warum nicht? Warum habe ich überhaupt diese Auswahl bekommen, nachdem du schon gesagt hast? Ich dachte, vielleicht ist das eine Falle. Von dir, dass du das gesagt hast. Ist bestimmt eine Warnung. Dann muss ich das andere auswählen, in Wirklichkeit. Meine Fresse. Indeed. Wissen an sich ist weder gut noch böse. Es kann jedoch beiden Zwecken dienen. Alles hängt vom Herzen desjenigen ab, der es einsetzt. Ich entscheide mich zu glauben, dass wer auch immer vor so vielen Jahren diese Wandmalerei hinterließ, dasselbe glaubte. Um der Zukunft willen, lasse ich nicht von der Finsternis verführen. Indeed. Ja, diese dunklen Geheimnisse dürfen nie in die Praxis umgesetzt werden. Die schiere Existenz dieses Folianten ist eine Bedrohung. Soll ich ihn zerstören und sein unheilvolles Wissen für alle Zeit auslöschen? Not exactly. Nein, ihn zu zerstören würde die Dunkelheit nicht aus den Herzen der Menschheit verbannen. Und du würdest Wissen zerstören, das wolltest du nicht, richtig? Richtig. Und solange diese Dunkelheit existiert, werden die Menschen Wege finden, Böses zu tun. Ich muss dieses Wissen bewahren, damit wir es zum Guten gereichen, nicht zum Bösen. Thusly. Und doch gibt es noch viel mehr zu lernen. Ich muss den Inhalt dieses Folianten und die Symbole an der Wand noch vollständig entziffern. Da stehen doch nur drei Wörter. Und sie an unsere Nachkommen weitergeben. Kommt der Tag, an dem wir von Kräften aus den Tiefen der Hölle bedroht werden? Yes. Werden unsere Nachkommen über das Wissen verfügen, um dieses Reich zu beschützen? Zuerst muss ich zurück nach Atlasdam und einen Bericht über das schreiben, was ich hier gesehen habe. Dann muss ich mit der Auswertung des Materials beginnen, das ich gesammelt habe.
Ja, ich werde Nacht für Nacht durcharbeiten, kein Zweifel. Und ich kann es kaum erwarten. Dann viel Spaß dabei, wenn dir das Freude bereitet. Hey! Professor! Professor! Ja, ja, ich bin wieder da. Over here, Therese. That stack of books seems to get bigger every time I see you. And I'll need twice again as many to have any hope of translating this ancient tome. Twice as many? Fascinating, is it not? A traditional fairy tale from a certain region mentioned a gate of sorts. And I could not help but notice a parallel to the mural I found. I see. Hence, these books on local folklore? Just so. Considering your subject from all possible angles is a fundamental principle of scholarly research. Ah, but I forget myself. Might I surmise that you've come here to inform me that it's time for class? Yes. You're late, Professor. Pray forgive me, Your Highness. Wow, wie viele Schüler du hast mittlerweile. Very well then, my students. Let us begin. To quote the words of one Susanna Grotoff, author of Knowledge is Light. The pursuit of knowledge is a journey with no destination. As long as people live, there is always something to learn. And so we learn, we record, we speak. Points connect, thus forming our history, our agency, our identity. This world we live in is not for or of any one individual, and neither is knowledge. And so I write and speak of all that I learned. To plant seeds of knowledge that will be harvested by those who follow me. To you who have found my writings, read well these words, that they may help you build a bridge to a brighter future. Und damit ist auch das Kapitel von Cyrus beendet und das ist ein ziemlich süßes Bild irgendwie. Das ist ein echt süßes Bild. Ja, aus der kleinen Roman-Story ist wohl nie was geworden. Ich merk's schon, aber hätte mich auch gewundert, wenn Cyrus das jemals bemerkt hätte. Irgendwas. Damit haben wir dann jetzt die zweite Geschichte komplett abgeschlossen und ja, ich würde sagen, die hat mir auf jeden Fall nochmal ein ganzes Stückchen besser gefallen als die von Therian. Habe ich schon von Anfang an einmal gesagt, dass ich die von Cyrus ziemlich cool fand. Ja, die Sachen mit den Investigations, also mit den Ermittlungen, hat ein bisschen nachgelassen nach dem ersten Kapitel. Das kam uns immer wieder vor, aber meistens musste man nicht viel nachdenken eigentlich. Jetzt gerade im Finale nochmal, das war ganz cool, aber so prinzipiell war es dann noch ein bisschen enttäuschend, was das angeht. Diesen Teil hätte man viel mehr daraus machen können, finde ich persönlich jetzt. Aber insgesamt war das auf jeden Fall eine der interessanteren Geschichten, weil es hier auch um wirklich mehr ging als irgendeine persönliche Geschichte. Natürlich ging es hier auch um die persönliche Geschichte von Cyrus, der halt Wissen sammeln wollte und bla bla. Aber es ging halt auch um das viel Größere dahinter. Und ich glaube ja, dass wir da noch mehr drüber erfahren werden. Über dieses große, gebannte Übel. Aber halt erst, wenn wir alle 8 Geschichten abgeschlossen haben. Ich hoffe, es hat euch wie immer halbwegs gefallen. Lasst einen Kommentar da. Wie hat euch die Geschichte von Cyrus so insgesamt gefallen? Und ja, dann bis zum nächsten Mal bei wahrscheinlich Ulbrich. Ich glaube schon, ja. An die Bosse aus den Schreinen traue ich mich jetzt, glaube ich, doch noch nicht dran vom Level her. Also machen wir jetzt mal bei Ulbrich weiter, ja? Gut,
Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.